Der Berliner Hauptbahnhof wurde im Mai 2006, 6 Jahre später als geplant, aber noch kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, als größter Kreuzungsbahnhof Europas eröffnet. Was zeichnet den Bahnhof aus? Welche technischen Herausforderungen gab es? Worüber haben der Architekt von Gerkan und der Bahnchef Medon so lange und so heftig gestritten? Zu Beginn ein kurzer Blick auf die Geschichte des Areals. An der Stelle, an der sich heute der Hauptbahnhof befindet, standen früher der 1871 eröffnete Lehrter Bahnhof und der Lehrter Stadtbahnhof von 1882. Der Lehrter Bahnhof, damals einer von 8 Berliner Kopfbahnhöfen, galt wegen seiner besonderen Architektur aus verputzten Ziegelformstücken und der geschmückten Fassade am Hauptportal als Schloss aller Bahnhöfe. Mehr auf die Bahngeschichte gehe ich in meinem ersten Video zur Europa City ein. Der im Kriege stark beschädigte Lehrter Bahnhof wurde bis 1959 abgerissen. Nur der Stadtbahnhof blieb noch stehen. Er war die letzte Haltestelle in West-Berlin, bevor man mit der S-Bahn zum Bahnhof Friedrichstraße in Ost-Berlin hinüberfuhr. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands und Berlins wurde dann das sogenannte Pilz-Konzept entwickelt, das die Anbindung an den Nah- und Fernverkehr in alle Himmelsrichtungen ermöglichen sollte, verbunden mit dem Bau eines großen Kreuzungsbahnhofs. Der Bau eines Nord-Süd-Eisenbahntunnels erhielt oberste Priorität, damit der Umzug von Bundestag und Bundesregierung nach Berlin nicht verzögert würde. Daher wurden nur 2 Architekturbüros zu einem Wettbewerb eingeladen. Das Hamburger Architektenbüro Gerkan, Mark & Partner erhielt den Auftrag 1993. 1995 wurde der Bau mit der unterirdischen Spreequerung begonnen. Die Spree wurde dafür für 2 Jahre verlegt. Erst 10 Jahre später erfolgte die Fertigstellung des letzten Teilabschnitts des Nord-Süd-Tunnels unter dem Bahnhof. Nebeneinander liegen ein Straßentunnel, der über den 60 Meter hohen Turm mit DB-Logo am Bahnhof belüftet wird, ein Nord-Süd-Eisenbahntunnel mit 4 Röhren und ein Tunnel mit 2 Röhren für die U-Bahn-Linie. Wie man das gut an dem Modell des Bahnhofs erkennen kann, das sich im Untergeschoss befindet, in der Nähe des Hertha BSC Fanshops. Mit der Erstellung der riesigen Baugruben begann man 1998. Sie waren rund 20 Meter tief und 90.000 Quadratmeter groß. Mehrere tausend Auftriebsanker, jeweils 27 Meter lang, verankern die Sohle gegen den Auftriebsdruck des Grundwassers. Es folgten der Bau der Brücken für die neue, leicht versetzte Trasse der Stadtbahn und 2002 begannen die Montagearbeiten für die Stahlträger des Daches. Dazu musste ein riesiges Gerüst aufgebaut werden, mit dem man auch 350 Einfamilienhäuser hätte einrüsten können. Die weit gespannte Stahlkonstruktion der bis zu 66 Meter breiten Halle ist stützträgerfrei. Es gibt auch keine Schrauben, alles ist verschweißt. Die ganze Konstruktion ist laut von Gerkan flexibel und weich, das Dach beweglich. Im Juni 2002 wurde die Stadtbahn 3 Wochen lang verschwenkt und danach der alte denkmalgeschützte Lehrter Stadtbahnhof abgerissen. Und dann gab es da noch den Bau der Bügelbauten über der Bahnhofshalle. Dazu wurden zunächst die 4 Hälften in die Höhe gebaut und dann über das Dach des Bahnhofs langsam abgeschwenkt. Ein spektakulärer Anblick. Die in West-Ost-Richtung verlaufende obere Bahnsteighalle ist 321 Meter lang und damit deutlich kürzer als die vom Architekten geplanten 454,6 Meter. Hartmut Medon, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn von 1999 bis 2009, ließ es vor der Montage kürzen, obwohl das Material schon angeliefert war, und begründete dies mit Zeit- und Kosteneinsparung. Laut der Berliner Morgenpost gab es beides nicht. Fahrgäste der ersten Klasse stehen bei entsprechendem Wetter, also im Regen. Das Dach besteht aus einer korbbogenförmig gewölbten, stützenlosen Glasdachkonstruktion. Eine 2700 Quadratmeter umfassende Photovoltaikanlage ist in die Glasfläche im Bereich des wirkungsvollsten Einstrahlwinkels integriert und deckt etwa 5% des Strombedarfs des Bahnhofs. Dazwischen liegt quer dazu das 50 Meter breite und 180 Meter lange Nord-Süd-Dach und darüber die beiden Bügelbauten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich durch den Bahnhof zu bewegen. Einmal mit einem der 6 gläsernen Fahrstühle. Die angenehmste Variante, aber oft mit Wartezeiten verbunden. Dann gibt es noch 10 weitere Fahrstühle und 54 Rolltreppen. Auf den 3 Zwischenebenen ähnelt der Bahnhof mit 80 Geschäften einer Shopping Mall. Einen noch größeren Streit gab es zwischen Gerkan und Medon über die Decke im Nord-Süd-Tunnel. Von Gerkan hatte für die unterste Ebene helle Kreuzgratgewölbe entworfen, die eine großzügige, kathedralenartige Atmosphäre erzeugt hätten. Nur Hartmut Medon hat,
ohne Rücksprache mit dem Architekten eine Flachdecke durch ein anderes Architekturbüro einziehen lassen. Nach einer zweijährigen öffentlichen Schlammschlacht mit gegenseitigen Beschimpfungen zahlte die Bahn als Vergleich 8 Millionen Euro an eine Stiftung zur Förderung junger Architekten und Gerkan Mark und Partner verzichteten auf einen Umbau. Auch diese Decke wurde dadurch teurer. Bei der Veröffentlichung der Kosten hat sich die Deutsche Bahn zumeist sehr bedeckt gehalten. Veranschlagt waren 700 Millionen Euro, gekostet hat es wohl 1,2 Milliarden. Die 200 Millionen für die Bügelbauten sind dabei nicht mit einberechnet. Dort sind übrigens Abteilungen der Bahn wie Station und Service mit 1000 Mitarbeitern eingezogen. 2007 wurde der Berliner Hauptbahnhof von der Allianz pro Schiene zum Bahnhof des Jahres erkoren. Die Hauptargumente für die Preisverleihung lauteten: Der Bahnhof ist unglaublich sauber, der Berliner Hauptbahnhof ist faszinierend offen, er ist architektonisch atemberaubend, er hat eine tolle Akustik und Aufenthaltsqualität. Insgesamt ist der Bahnhof gut angenommen worden. Was halten Sie? Was haltet ihr vom Berliner Hauptbahnhof? Was begeistert? Was ist gelungen? Was könnte besser sein? Was nervt vielleicht? Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen, Empfehlungen sowie über jeden neuen Abonnenten, der meine Arbeit unterstützt. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.